So, hier mal speichern, dass wir nicht so weit laufen müssen. Ist jetzt zu viel des Guten. Also der Guardian hat ein bisschen Damage schon gemacht. Oh. Ja gut, solange wir sie auch unterbrechen können, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und dann sterben wir, weil die Feuerwalze nicht aufhört. Oh, hi. Not enough mana. Ich würde ja auch eigentlich nicht zaubern, ich wollte Mana tanken. Und ja, ich weiß, ich speichere ziemlich häufig, aber man sieht, wie leicht man hier mittlerweile stirbt. Squirrel of the Cap. Ja, die wird uns hier unten noch so viel nützen. So, das war unser letzter Mana-Trank. Wow, das war jetzt wieder sehr knapp. Okay. Der war gut. Also der stand für mich ziemlich praktisch. Ja, definitiv nach diesem Bereich hier. Oh, in dem Bereich hockt Diablo. Aha. Gut, dass wir den geklärt haben. Ab nach oben. Neue Townportal Scroll. Schrott identifizieren und verkaufen. Du hast zufällig nicht Feuerresistenz, oder? Weil das resist all.
Well, what can I do for you? Hello, my friend. Stay a while and listen. Genossen 199 Armor macht also ja ein Armor. Resist Fire. Ja genau, ich prügel mit dem Flegel auf die Gegner ein. Du machst Resist Lightning, wenn es Lightning bringt mir absolut nichts. Wow, what can I do for you? Nein, den Ring of Truth nicht. Den Brutal Dagger. Das Ding und die Saintly Cap. Ja. Reparieren wir alles. So. Scroll of Golem. Von mir aus auch die Scroll of Firewall mal mitbehalten. What ails you, my friend? Wir müssen ja jetzt nur noch die Habe töten. Nur noch in Anführungszeichen. Dicken, fetten Anführungszeichen. Wobei Diablo selber wahrscheinlich das leichteste I sense a soul in search of answers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieder meins verzählt hier. Also ja, man sieht. Alles sehr schön. So, die Fast Hit Recovery setzen wir mal weg. Und machen lieber die 10% Resist All. Man merkt, es bringt etwas. Okay, der Raum ist wieder offen. Oh, Sir Gorash. No resistances, no immunities. Da bist du aber ein schwacher Boss. Zuck's auch ziemlich gut. Stuff of Farsing. Ist auch nicht ist auch recht schlecht. In die falsche Richtung schießen.
ist eigentlich auch keine gute Idee. Hi. Okay. Ja, erstmal hier fertig gucken. Oha. Das ist jetzt wieder ein bisschen zu viel Kreuzfeuer. Da war ich zu langsam. Na komm. Ja gut, aber Level 26 werden wir nicht mehr erreichen. 25, ja, ist eigentlich ganz gut. Lass mich weg hier. Bin jetzt hier unten oft genug gestorben, wenn man sich überlegt, wie selten wir in den höheren Levels gestorben sind. Wie oft wir jetzt hier unten auf der letzten Ebene gestorben sind. Nee, dich will ich nicht da haben. Lieber euch. Lieber einmal Volltank. I have no room. Ja, für einen Cloak brauchen wir auch nicht unbedingt noch Room. So, das war jetzt, glaube ich, der letzte Typ hier. Ja. Gut, einmal voll tanken. Denn jetzt sollten wir die Hölle entfesseln. Ja, haben wir auch. So, wir müssen nur Diablo töten und das Spiel ist vorbei. Man sieht aber, Diablo wird bewacht. Und er hat böse Fähigkeiten.
So viel dazu, dass Diablo das leichteste hier ist. Ja, der junge Albrecht ist leider auch tot. Und wir rammen uns den komischen roten, böse leuchtenden Stein direkt in die Stirn. The Soul Stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained, for now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps, salvation. Ja, Ende. Damit haben wir den ersten Playthrough von Diablo 1 geschafft. Juhu. Ein großartiges Nachwort wird es jetzt erstmal nicht geben. Kann immer noch das Spiel laden. Kann aber auch ein neues beginnen mit den Stats hier. Das lassen wir aber mal schön bleiben. Ja, gehen lieber wieder hier in die Charakterauswahl, sonst geht das Intro wieder an irgendwann. Ja, großes Nachwort wird es jetzt nicht geben, weil wie gesagt, das war jetzt der erste Playthrough von 3 oder 4, mal sehen. Als nächstes ist dann auf jeden Fall, mal gucken, entweder Warrior oder Monk dran. Monk halt, also beim nächsten Mal halt wirklich mit der Hellfire-Add-on. Ich wollte euch jetzt hier mal mit dem Rogue Classic Diablo zeigen. Aber richtig spaßig wird es dann wahrscheinlich mit Hellfire, wenn die ganzen neuen Sachen und auch neue Dungeons dazu kommen. Also, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Playthrough wieder, meine Freunde. Wenn wir das nächste Mal Diablo in seiner unheimlichen Zitadelle begegnen. In diesem Sinne. Bis dann.